Weitaus harmonischer geht es bei Elli und Patrick zu, denn ihr zweites Kind hat Einzug in die Favoritner Gemeindewohnung genommen. Na, hast du da alles brav zusammengebracht, hm? Na, Luca? Na, hallo? Na, du im Papa lieb haben. Hey, Bussi. Ja, das Schöne an der Situation ist halt, wenn ich heimkomme, ist, ja, ich weiß nicht, es sind zwei Kinder da, es ist ganz lieb, der Luca begrüßt mich jeden Tag urlieb und ja, die Kleine zum Sehen ist auch. Ja, ich freue mich jeden Tag, wenn ich nach Hause komme. Danke. Hallo, ihr zwei. Und wie geht's so? Heiß. Ja, heiß ist immer, den ganzen Tag. Die Elli schafft das ganz gut, den Tag alleine. Bis um 4, 5 komme ich meistens heim. Einen Tag bis dahin zu managen, sage ich mal. Am Abend ist mein Essen fertig, so wie ich das will. Funktioniert ganz gut. Fällt mir alles so, wie du das hinkriegst. Dabei. Das heißt dabei? Na, schauen wir mal, wie lange das haltet. Naja, muss halten. Ja, eh. Ich sehe dann selber, okay, ich kann das, obwohl ich zwei Kinder habe, obwohl ich eine Wohnung habe, obwohl ich jung bin. Es geht einfach alles. Hätte ich mir nicht gedacht, dass du das so gut zusammenbringst. Weil es eigentlich schon schwer ist. Von einem Tag auf den anderen zwei Kinder. Ja, wir sind jetzt zweifache Eltern. Und es passt alles. Und das mit der Hochzeit hast du wirklich jetzt ernst gemeint? Na sicher, jetzt haben wir zwei Kinder. Was? Gab es einen Spaß? Ich will mit der Elli halt meinen Rest meines Lebens verbringen. Ich habe schon meine zwei Kinder mit ihr. Ist alles früh passiert. Na, da muss man, bis wir unter der Erde liegen, halt auch zusammenhalten. Ganz einfach. Ich bin schon froh, wenn wir verheiratet sind. Ist alles vorbei. Ja, aber ich hoffe, dass das jetzt wirklich ernst ist. Ja, na sicher, auf jeden Fall. Warum? Weil drei Anträge hast du mir jetzt schon gemacht. Drei? Mhm. Naja, war ja auch nicht immer mein Verschulden. Ja, aber in einer Beziehung gehören immer zwei dazu. Diesmal ist es fix. Ich habe das auch schon in der Firma weitergesagt, dass in 1,5, 2 Monaten die Hochzeit stattfindet. Es sind alle eingeladen. Also diesmal ist schon fix. Ich kann nicht mehr aus. Ich hoffe, dass die Elli auch nicht mehr irgendwie wieder irgendwie durchschaltet oder so, damit es mir einfach wieder zu viel wird und ich sage, nein, es ergibt keinen Sinn. Ich will einfach, dass alles so weiterrennt, wie es ist. Und dann ist auch die Hochzeit für mich zu 100%. Alles wird jetzt gut. Ich verspreche dir das. Oh ja. Kleine Ricarda hat ja schon meinen Namen. Mhm. Nein, das verspreche ich dir. Diesmal passiert nichts. Gell, Putzilein? Ich freue mich jetzt schon auf die Hochzeit, weil jetzt ist sie. Auf Holz klopfen. Ernst gemeint. Ja, und ich habe endlich das, was ich wollte. Mein weißes Kleid, meine Kutsche oder Limousine, ist mir ja wurscht was. Und meinen Mann an meiner Seite, der was mir endlich dann das Ja-Wort gibt. In Wien-Favoriten soll nach der Geburt des zweiten Kindes nun endlich geheiratet werden. Der Termin steht fest. Jetzt müssten dann bald mal die Einladungen ausgeschickt werden. Luca, was schreiben wir denn auf die Einladungen? Cola. Ah, viel Cola? Das soll ich auf die Einladung schreiben. Da, Mama, da, Cola Titti. Cola Titti? Ja. Wie ich anfangen wollte, die Hochzeitseinladungen zu schreiben, ist mir nichts eingefallen, weil ich sowas noch nie gemacht habe und ich auch nicht weiß, was ich da drauf schreiben soll. Willst du die Einladungen schreiben? Okay. Okay. Kuchoka, Soll mein Papa fragen? Schatz? Ja? Ich weiß nicht, was ich auf die Einladungen schreiben soll. Was für Einladungen? Ja, die Hochzeitseinladungen. Aha. Ich habe mir sehr gedacht, dass sie nicht so genau weiß, wie man sowas formuliert, aber ist ja nicht schlimm. Für alles gibt es das erste Mal, wie man so schön sagt. Jeder muss lernen. Man lernt auch immer dazu. Also ich würde schreiben. Ich würde schreiben. Wir laden. Was er geschrieben hat, also wir laden euch zu unserer Hochzeit am bla bla bla.
Verstehst? Mhm. Es hätte mir auch einfallen können, nur es ist nicht einfach, dann sowas zum Schreiben. Und das halt jetzt auf größer gezogen und dann. Es kommt halt noch dazu, wir bitten darum um fixe Zusage. Also wir bitten um telefonische fixe Zusage. Man muss halt wirklich denken, was würde man dort hinschreiben. Nicht einfach, ja, ich lade dich oder wir laden dich. Einfach halt nachdenken und dann kann man schreiben. Vorne steht drauf, ja, eben Hochzeit und so. Hochzeit halt, wie sich's gehört, so zwei Ringe drauf mit zwei Gläser oder so. Irgendwie, wie was die halt dann an Muster haben, das müssen wir noch aussuchen. Ja, hat schon gut gemacht. Unterdessen widmen sich Ellie und Patrick den Hochzeitsvorbereitungen. Nach der erfolgreichen Erstellung des Einladungstextes geht's als nächstes um das Outfit der Braut. Naja, da hätten wir ja schon mal einen guten Anfang für einen Copyshop. Und ja. Wie machen wir weiter? Was passiert noch weiter? Jetzt haben wir mal die Einladungen. Ich muss jetzt dann heute noch Brautkleid schauen gehen mit meiner Mama. Beim Gedanken daran wird Patrick anders. Denn Styling-Ikone ist die Wertefrau Mama für ihn nicht wirklich. Das war für mich sozusagen eine Schrecksekunde. Das weiß ich nicht. Das ist kacke, dass du mit deiner Mama gehst. Normalerweise müsste ich mir das selber aussuchen können. Also ich denke mir selber, was kommt dann da raus, was suchen die aus. Darum habe ich auch der Ellie das Kleid so ganz genau beschrieben, wie es wirklich sein soll, damit da nichts schief gehen kann. Also das Kleid soll auf jeden Fall sehr groß, also weißt du, so, ich möchte, dass deine Figur betont ist und dann soll es halt so schön breit auseinander gehen. Also so auf gut Deutsch oben eine Passage und unten so ein großer weißer Ring. Ja, genau so. Das kann auch dieser Ring sein, ich weiß nicht, ja, wie so es gibt. Ja, so wie in die Filme, in die alten Filme, diese Ringe. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch eins, was schon von Haus aus unten schön auseinander geht. Es gibt ja Kleider, die gefallen mir einfach nicht, was anderen Leuten schon gefällt. Ja, das will ich nicht. Weil sie kommt dann mit was, was ihrer Mama vielleicht gefallen hat, aber mir nicht gefällt. Dann soll der Schleier mindestens, weiß ich nicht, was die halt sagen, was einmal das längste ist. Ich sag, 7 Meter könnte schon ein bisschen zu lang sein, aber so 5 Meter, 6 Meter, das geht ja schon. Ich kann nicht ein Kleid nehmen, das was ihm gefällt, aber in der Folge mir nicht gefällt, weil ich muss mich ja in dem Kleid wohlfühlen. So will ich meine Frau haben, die was neben mir einmal dasteht, wo ich meine lebenslangen Fotos mit ihr habe. Und das muss passen. Einfach. Fertig. Sonst will ich gar nicht heiraten. Zurück bei Ellie, Patrick, ihren beiden Kindern und der Hochzeitsplanung. Aktuelles Streitthema, Ellies Hochzeitskleid, das sie mit ihrer Mama aussuchen will. Patrick passt das gar nicht. Naja, ich will halt einfach, dass das wirklich schön ausschaut. Ich will nur einmal in mein Leben heiraten und das jetzt mit dir. Und darum soll das alles wunderschön sein. Das darf ich nie wieder vergessen. Sollte man auch nie vergessen. Und ich will das. Sonst macht mir die Hochzeit keinen Spaß. Es ist halt bei der Frau das Wichtigste, das Kleid. Ich will einfach, dass meine Frau wunderschön ausschaut, dass jeder, der dabei ist, oder jeder, der uns sieht auf der Straße, das nie wieder vergisst. Das Kleid ist, glaube ich, nicht das Wichtigste, sondern die Frau, was er heiraten will. Er nimmt sicher irgendwas, keine Ahnung, und fertig, tschüss, Baba. Und ja. Ich glaube, ich muss da mit dir dorthin gehen. Ich traue mir das bei der Ellie nicht so ganz zu, ob sie sich das perfekte Kleid aussucht, weil sie in ihrem Kopf immer diesen Spargedanken hat, egal auf was sie jetzt geht. Und genau das ist da am falschen Platz. Und darum muss ich mitgehen, dass ich ihr das auch antrainieren kann. Wo schaue ich am Preis und wo nicht? Da ist es fehl am Platz. Und das ist der Hauptgrund, warum ich sage, ich will sie nicht alleine gehen lassen und auch nicht mit ihrer Mama. Ja, aber das geht nicht. Was geht nicht? Ich kann mir frei nehmen, ich nehme mir frei für dich von der Arbeit, wenn das fertig. Ja, aber das geht Hochzeit nicht, weil die Mama ja mitgeht und das bringt Unglück. Was bringt Unglück? Ja, deine du Mama soll daheim bleiben, soll auf die Kinder aufpassen für ein paar Stunden und fertig. Und das kann kein Unglück bringen. Ich sehe die Ellie ja nicht vor der Hochzeit, sondern nur beim Kleid anprobieren.
sie ist da noch nicht geschminkt, ihre Haare sind noch nicht gemacht. Sie hat das ja noch nicht so wirklich an, in diesem Adrenalin, sage ich jetzt mal und so. Da kommt eh alles ganz anders. Ja, aber das bringt trotzdem Unglück. Nein, das bringt kein Unglück. Bringen. Oh ja. Nein, bringt kein Unglück. Warum? Soll ja, ich will dich aber überraschen und da kann ich nicht, dass du mitgehst. Ja, aber was willst du mich überraschen? Dann kommst du mit irgendwas, was mir gar nicht gefällt. Dann will ich dich ehrlich gesagt nicht heiraten oder so. Sucht da jemand nach einem Hintertürchen? Ich muss ja mit dir Hochzeitsfotos machen und ich schaue mir die Fotos mein restliches Leben an. Und das Kleid ist scheiße? Nein, will ich nicht. Ich würde mich wahrscheinlich umdrehen in die Menschenmenge und sagen, ich will das verschieben. Ich würde jetzt nicht Bernhard Nein sagen, sondern ich möchte die Hochzeit verschieben, weil das Kleid. Ich will nicht so auf dem Foto sein. Das ist einfach so. Ich will das, ich muss das mein Leben lang dann anschauen. Weil diese Fotos kommen in einen großen Rahmen und übers Ehebett. Und ich muss das mein Leben lang anschauen. Und nein, das will ich nicht. Das muss schön sein. Und wenn es nicht schön ausschaut, dann werde ich dich vielleicht nicht heiraten, weil das mir nicht gefällt. Nur wegen einem Kleid? Naja, das ist das Hauptausschlaggebende bei der Hochzeit. Aha, nicht die Frau, die was du heiraten willst. Na. Ich nehme dann vielleicht irgendwas, was ihm nicht gefällt und dann will er mich halt nicht heiraten oder so. Aber ich glaube schon, dass das dann so sein wird, dass er mich trotzdem heiratet.